Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen heute auf der neuen Map Library. Größe 4x6 ist eine große Größe. Und ich muss euch ganz am Anfang mal was erzählen. Also wie gesagt, die Map Library habe ich noch nie gespielt. Sieht bisher ziemlich cool aus, finde ich. Grün hat nur noch einen Spieler und Gelb hat auch nur noch einen Spieler. GG. Liegt daran, dass ich später im Abend spiele, weil ich muss euch was erzählen. So. Nämlich habe ich mir persönlich jetzt eine kleine Challenge vorgenommen, beziehungsweise ein kleines Ziel gesetzt. Und zwar möchte ich wieder jeden Tag Bed Wars bringen. Alle zwei Tage soll Ark dazukommen, aber ich möchte durchgehend jeden Tag Bed Wars bringen, weil ich merke, wie sehr er das feiert. Und deswegen will ich euch das auch nicht vorenthalten und versuchen, das euch so oft wie möglich zu geben. Und ich habe auch Bock drauf wieder. Ich werde wieder mit Tobi und Flo aufnehmen. Wie gesagt, als erstes die IKEA-Challenge. Und dann hauen wir auch nochmal vielleicht ein Frage-Antwort-Video raus. Mal gucken, mal schauen. Und das ist meine Challenge. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock drauf habt. Weil das würde mich freuen, wenn ihr Bock drauf hättet. Und dass man ein Like da, wenn ihr Bock drauf habt. Naja, dann legen wir mal los mit der Runde, Leute. So, erstmal sammeln wir hier ganz gechillt ein wenig Bronze. Ganz gechillt. Ah, oh, Leute, kennt ihr S-Freak oder wie der heißt? Boah, ich hasse ihn. Ich mag ihn nicht. Naja, hassen sagen wir mal nicht, aber ich mag ihn nicht. Das ist also, wie gesagt, ich stehe halt nicht auf seine Videos, ne? Und auf seine Art stehe ich auch nicht besonders. Ich stehe nicht besonders auf seine Art. So. Aber auf die meiste Art von COD-YouTubern stehe ich eh nicht. Das ist schon mal so dahingestellt, ne? Ich bin Team Rot, oder? Ja. Das sei schon mal so dahingestellt, meine ich natürlich nicht. Das ist schon mal so dahingestellt. Wow, Torben. Den absoluten Tiefpunkt haben die ja für mich erreicht, als sie dann dieses Lied rausgebracht haben, so wie Photoshop. Da war wirklich für mich die COD-Szene komplett gestorben, sage ich mal. Also, weil das ist ja echt, das ist genauso schlimm wie, also das kann man schon aufs Niveau von Löwenkind setzen tatsächlich. Ich bringe ja bald mal mein Debütalbum Katzenkind raus. Habe ich ja schon vorletzte Folge mal gesagt. Ist auch schon dick in Planung. Ich habe schon einen Vertrag beim Label unterschrieben, die haben mich direkt angefordert nach dieser Folge. Fanden die anscheinend ziemlich geil, was ich da rausgehauen habe an Lines. Und ja, deswegen direkt angenommen, direkt 4-Jahres-Vertrag, ein Plattenvertrag. Mal gucken, Leute. Ich freue mich auf die Zeit mit dem Label. Ich freue mich auf ganz gechillte Lieder. Und mal gucken, was wir da raushauen können, ne? So, jetzt haben wahrscheinlich 10% nicht verstanden, dass es ein Scherz war. Diese 10%, bitte schlagt euch einmal selber. Ja, okay, bitte genau jetzt. Jetzt. Ihr könnt auch gerne ein Video davon machen, das dann hochladen und mich darauf markieren, damit ich mir das angucken kann. Ach, ich bin aber auch echt gestört heute, so. Dann schreibt ihr einfach, dann schreibt ihr den Titel einfach Bestrafungsschläge, Hashtag CopsupLP. Okay. Das werden jetzt so 400 Millionen Menschen bestimmt machen, glaube ich, weil das entspricht auch ungefähr meiner Zielgruppe. Bam, bam. Ich habe halt echt wieder Bock drauf, täglich Bed Wars zu machen, weil ihr steht halt auf täglich Bed Wars Videos und ich stehe auch darauf, wenn ihr... Okay, alles klar, Tom. Ich feiere es halt, wenn ihr irgendwas von mir feiert. Ja, so kann man es sagen. So kann man das gut ausdrücken und so machen wir das auch. So drücken wir das aus. So, ich entferne mal kurz den gelben Dude. Der soll nicht so lange damit beschäftigt sein, nur doof rumzustehen. Warum mache ich das eigentlich? Warum baue ich so eine dumme Treppe erst alleine? Da wird mir jetzt schon keiner entgegenrushen. So, mal gucken. Gelber Dude steht da hinten und kauft sich Sachen. Kauft sich Things. Oh. Ne, das finde ich aber uncool. Wow!
Lol, was war denn mit ihm los? Okay, GG. Er hat das Spiel verlassen. Mann, das ist doch... Nein, sowas macht mich echt traurig, Mann. Naja, das Bett haben wir trotzdem. Einfach, weil wir es können. Und vielleicht, um den anderen auch ein bisschen einen kleinen Schrecken einzujagen. Weil da ein Bett abgebaut wurde. So, jetzt, Leute, jetzt könnte ich gut zwei Insta-Brücken gebrauchen und einmal darüber werfen, weil ich habe hier 9 Gold, das reicht schon mal für eine. Das wird doch chillig jetzt. Wow, Team Rot hat 6 Spieler, Team Blau hat 3 Spieler. Team Grün hat 0 Spieler. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber egal, dann habt ihr heute mal eine etwas kürzere Aufnahme. Komm, warum längen die denn alle so bitte? Alle längen irgendwie, das liegt doch nicht an mir. Ping. Doch, es liegt einfach an mir. Ups, vielleicht lagge ich auch richtig. Okay, jetzt hat er sich wieder. Sehr schön. Okay, dann machen wir mal wieder ein bisschen Bow-Spam. Bow-Spam auf Doom. Wow. 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 Oh shit, Digga. Boah, jetzt aber auch mal Schluss hier, ne? Okay, Schluss, Schluss, Schluss. Das war fast von ihm. Uncool. Uncool. Ich habe noch nicht die beste Chestplate. Uncool, jetzt kommen sie wieder alle. Damn it, go, go. Boah. Habt ihr den Boost gesehen, Leute? Okay, jetzt muss ich mich umdrehen und spam. Okay, das war nicht so krasses Gespam. Ich hoffe, die Folge ist gerade unterhaltsam. Ich kann das gerade schlecht einschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Egal, wie gesagt, dann müsst ihr halt auch mal mit schnelleren Quickie-Folgen leben. Wenn ich diese täglich Challenge mache. Habe ich halt einfach Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ihr feiert's und das weiß ich. Ich bin nämlich allwissend. Lol. Digga! Okay, ich dreh um. Alter, haben die Rückschuss rausgehauen, ey. Oh Mann, er rennt mir wieder hinterher. Geh doch mal weg. Ich mach doch immer Bowstone, das weißt du auch. Okay, sie steht over there. Ist ja eine sie, ne? Hab ja gerade nicht hier zu einem männlichen Exemplar der Rasse Minecraft-Mensch sie gesagt. Nee. Okay, jetzt ist aber auch mal Schluss, dann tricksen wir mal ein bisschen. Ey, das ist echt typisch, weißt du? Oh, hi! Hab nämlich kein Schwert mehr, wollte ich mit ein bisschen mit der Hand boxen hier. So, du gehörst mir, danke. Weil du warst das Opfer, was mir die ganze Zeit auf die Nerven gegangen ist. Also, was heißt Opfer, aber der Spieler halt. Nee. Ach, come on. Please, don't get killed by... Oh. Oh. Mann, dieser PvP-Jack. Oh, von hinten. Digga, er hat ein Schwert. Ich bin tot. Mann. Ich wollte doch noch... Oh, nice, wir haben gewonnen. GG. Ja, Leute, 8,5 Minuten ging die Runde immerhin noch. Ist doch etwas. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und abonniert, um nichts zu verpassen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch Bock auf diese tägliche Challenge habt. Und dann sehen wir uns morgen bei einer Folge Bad Wars und vielleicht bei einer Folge Ark. Ich weiß nicht, wie das aussieht mit dieser 2-Tages-Regel. Also, haut rein, bis morgen und ciao.